Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind mit einer großen Feier offiziell eröffnet worden. In Syrien dauern die Kämpfe unvermindert an. Viele der Flüchtlinge kommen aus dem Irak oder Syrien. Die Welt trauert um einen großen Sportler. Boxikone Muhammad Ali ist tot. 2016, ein Jahr großer Persönlichkeiten, politischer Sensationen, sportlicher Höhepunkte und jeder Menge gesellschaftlicher Gesprächsthemen. Rückblicke dazu flimmern so oft über die Mattscheiben, wie es Geschichten in den vergangenen 12 Monaten gab. Doch so elegant, bunt und kreativ wie bei der Show BTSC on Ice wird 2016 nur selten zelebriert. Was ich daran toll finde, ist, dass es eben nicht eine typische Weihnachtsshow ist, sondern dass es eben nicht so ein Eiskunstlauf-Thema ist, sondern dass man sagt, nee, wir gucken mal die Welt an. Und nicht nur unsere 1800 Quadratmeter Welt, sondern wir gucken auch mal, was in der Gesellschaft passiert, was es für Themen gibt und wie man die mit unserer Kunst umsetzen kann. Zum zweiten Mal erzählt die komplette Eiskunstfamilie des Berliner TSC zu Weihnachten ihre großen und kleinen Geschichten im Erika-Hess-Eisstadion. Bei Themen wie den Olympischen Spielen, dem stürmischen Kölner Karneval und der immer weiter digitalisierten Welt darf na klar auch ein Thema nicht fehlen. Wenn ich Leute gefragt habe, was fällt dir ein bei unser Blick auf 2016, haben alle Flüchtlinge gesagt. Und das ist ein Thema, was man nicht aussparen kann. Ich finde ganz besonders die Magie des Gleitens beim Eislaufen, so die Ortsveränderung mit sehr wenig Bewegung. Und da dachte ich mir, über den Schlüssel würde ich gerne was aufs Eis zaubern. Und da ich selber sehr viel mit erwachsenen Breitensportlern arbeite, habe ich die alle mobilisiert, hier mitzumachen. Dramatische Szenen, elegant und künstlerisch verpackt. Mit einer Botschaft: Deutschland wächst, Deutschland rückt näher zusammen. Das kann man auch beim Turn- und Sportclub bestätigen. Zur großen Weihnachtsgala hilft wirklich jeder, wo er nur kann. Mitglieder, Partner und Freunde des Vereins. Alle, die wir angesprochen haben, ne, von AVE, Videotechnik, über TLT, Lichtequipment, über Pyropassion, haben alle sofort Ja gesagt. Ich habe sogar noch gestern ganz spontan noch einen Special Guest noch aktiviert, den The Dark Tenor. Ja, der, ich habe ihm einfach nur kurz von der Show erzählt, dass das alles ehrenamtlich hier auf die Beine gestellt wird, und er hat sofort gesagt, ja, da kommt er. Und das ist eigentlich das, was die Show ausmacht, dass das von ganz, ganz vielen einfach unterstützt wird. Damit die Storys des Jahres von Regisseurin Birgit Aust so erzählt werden können, wie sie sich das wünscht, ist auch in diesem Jahr wieder Jens Meinecke mit seinen Jungs von Stilwissen am Start. Sie unterstützen das familiäre Mega-Event, das zweite Jahr multimedial, und rücken die Show ins rechte Licht. Wie letztes Jahr machen wir Motion Control auf dem Eis. Das bedeutet, die Bewegung wird getrackt sozusagen, und daraufhin wird eine Lichtshow und eine Multimedia-Show animiert. Wir sind auf die Sportler gegangen, die leider verstorben sind. Oder nicht nur Sportler, sondern auch berühmte Menschen. Prince, Muhammad Ali, haben da halt Animationen gebaut, wie eine Kopfanimation von David Bowie zum Beispiel. Große Persönlichkeiten wie Muhammad Ali, David Bowie und Prince zieren das Eis in digitaler Form. Quicklebendig hingegen kommt Christine Stüber-Errath daher. Die 59-jährige Eislauflegende zeigt, dass man in ihrem Alter noch eine flotte Kufe ausgefrorene Nass zaubern kann. 4 Jahre intensives Training für den Film Die Anfängerin, in dem sie sich selbst spielt, liegen hinter ihr. Hier zu laufen kommt daher nicht von ungefähr. Beim Berliner TSC ist meine Hobby-Eislaufgruppe, wo ich auch wirklich ganz ernsthaft trainiere. Und da bin ich mit 2 weiteren Frauen, eine ist 50 und eine ist 76. Und die beiden Damen, die sind leidenschaftlicher manchmal als ich. Und das ist ganz toll. Hobby-Eiskunstlaufen sollte man sich merken. Ist eine schöne Sache. BTSC on Ice. Keine einfache Weihnachtsgala, kein simpler Jahresrückblick, sondern ein unvergessliches Show-Highlight zum Jahresende von der großen Familie des Berliner TSC. Zusammenwachsen, gemeinsam etwas schaffen.